mein Lieblingsbakterium. Es gibt Bakterien, die in Studien eine gute Wirkung auf eine depressive Verstimmung zeigen. Wenn man das in Zahlen versucht auszudrücken, so 10-15%, die dann in Fragebögen besser beantwortet werden, wenn man ein bestimmtes Bakterium einnimmt. Zum Beispiel ein Bifidobacterium longum-Stamm. Es gibt aber auch andere. Es gibt zum Beispiel Helicobacter pylori, der oft so als böser Magenkeim beschrieben wird. Der kann auch tatsächlich mal Krebs auslösen, wird auch mit anderen Erkrankungen in Verbindung gebracht, wie Parkinson. Aber man sieht auch, die Hälfte der Weltbevölkerung hat diesen Keim. Und bei vielen Leuten sorgt er dafür, dass das Immunsystem toleranter wird, man weniger Allergien hat. Das heißt, manchmal hat er vielleicht Gene, die ihn so böse machen, oder manchmal sind es Umweltbedingungen, die ihn plötzlich so umwandeln. Auf jeden Fall kann er beides, gut und schlecht sein. Zum Beispiel Akkermansia muciniphila ist ein Bakterium, was man vor allem in den Därmen von Leuten findet, die schlank sind. Wenn es in Mäusedärmen ist, kann man den sogar Fastfood füttern und sie nehmen nicht so viel Gewicht zu. Wie genau das so alles funktioniert, wissen wir aber auch noch nicht. Viele verschiedene Bakterien haben ja einen wilden Stoffwechsel. Der eine isst ein bisschen hiervon was, dann stellt er was her, das isst der andere wieder. Also die ergänzen sich auch irgendwie alle so insgesamt. Ganz interessant sind Bakterien, wenn sie etwas das Milieu ansäuern, weil schlechte Bakterien mögen es nicht so gerne, wenn es sauer ist. Also Milchsäurebakterien sollen unter anderem deswegen ja auch gesund sein. Es gibt natürlich für alle möglichen Erkrankungen, also die Tuberkulose wird von einem Bakterium ausgelöst. Wir haben schlimme bakterielle Infektionen von Wunden, Gehirnhautentzündungen durch also die Meningitis-Erkrankung. Auch blöde Erkältungen können mal bakteriell sein, sind aber meistens durch Viren, deswegen funktionieren Antibiotika dann auch nicht unbedingt. Aber vielleicht gemein sind solche, von denen man gar nicht denkt, dass sie auch mal böse sein können. B-Streptokokken können einfach mal so im Rachen auch vorkommen. Und wenn man sie aber zum Beispiel bei Neugeborenen in die Augen bekommt, können sie dort Blindheit auslösen. Sowas ist natürlich irgendwie fies und hinterhältig. Also ich mag zum Beispiel Enterococcus faecium, weil ich jetzt vor kurzem auch erst wieder darüber was gelesen habe, dass er mit bestimmten Pilzen, also zum Beispiel Candida, wenn die beiden nebeneinander vorkommen, dann sagt er so, sei mal ein bisschen nett und reg dich nicht so auf, und dann ist plötzlich auch der Candida-Pilz weniger so in Hyphen wachsend und eher so klein und punktförmig, und ich mag eigentlich, glaube ich, so Interaktionssachen. Deswegen finde ich den zum Beispiel ganz niedlich. Aber Bifidobacterium longum finde ich auch ziemlich cool, und Lactobacillus plantarum mag ich auch.